Hallo zu GetX Folge 10. Ja, es ist ein kleines Jubiläum. Wir sind jetzt endlich zweistellig. Und da lassen wir es heute einfach mal ein bisschen gemütlicher angehen. Mit dem Thema Big Screen sind wir eigentlich soweit durch. Ihr wisst jetzt, was ich da so auf der Kiste drauf habe und was man damit so machen kann. Und da möchte ich euch heute mal ein weiteres Mitglied meiner kleinen Computerfamilie vorstellen. Und zwar GreyRapid. Ja, hier seht ihr mal ein Bild und die technischen Daten dazu. Und bei mir haben die Computer ja immer irgendwelche lustigen Namen. Und das Grey Rapid setzt sich ja nur aus zwei Wörtern zusammen. Grey ist klar, weil das Ding eben in einem edlen Metallic Anthrazit daherkommt. Und Rapid nicht zu verwechseln mit Rabbit. Rapid steht für schnell, flink und auch reisend und ist so eigentlich eine perfekte Beschreibung dieses Notebooks. Wie ihr seht, ist das Ding schon recht zügig unterwegs mit seinen Leistungen und ist in einigen Sachen sogar schneller als Big Screen. Nicht in allen, aber in einigen speziellen Sachen schon. Es kann allerdings auch an dem Speicher liegen, weil Big Screen hat nur 2 GB. Das Ding hier hat gleich 6. Ja, bevor ich das Ding gekauft habe, habe ich mich natürlich informiert, bin auch zu Mediamarkt und Saturn gegangen, obwohl ich die Läden nicht wirklich zum Kaufen benutze, sage ich mal. Sie sind einfach zu teuer dafür. Auch wenn sie euch was anderes erzählen, aber lasst euch da nicht, ja. Wie sagt das Mediamarkt so schön, ich bin noch nicht blöd. Das trifft es eigentlich ganz genau, man muss es nur richtig betonen. Ja, also wie gesagt, ich habe mich da informiert, habe mal geguckt, was gibt es denn da so auf dem Markt zurzeit, wie sieht die Preis-Leistungs-Verhältnisse aus. Und da ärgerte mich dann natürlich wieder, dass es diese Geräte nur mit vorinstalliertem Windows gibt, meistens zumindest. Bei Mediamarkt und Saturn eigentlich ausschließlich. Und ja, da habe ich mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum wird mir als Käufer vorgeschrieben, welches System ich dazu kaufe? Da habe ich auch auf dem, also ganz spontan, keine wirkliche Antwort gefunden. Und habe mir dann mal den Spaß gemacht, bin bei den besagten Läden reinmarschiert und habe da eine Frage gestellt, die die wahrscheinlich nicht so gerne hören. Ja, warum ist das so? Und warum kann ich als Käufer nicht entscheiden, dass ich jetzt zum Beispiel ein Linux drauf haben möchte? Diese Frage hatte ich dann auch noch bei Sony im Kundenchat gestellt und die Antworten glichen sich doch erstaunlicherweise. Da blieb am Ende nur ein Schulterzucken mit der Antwort. Ja, das ist halt so. Und das ist nun wirklich keine befriedigende Antwort. Und ja, also mir stellt sich da die Frage, warum interessiert das eigentlich nicht den Verbraucherschutz? Es kann doch nicht sein, dass wenn ich ein Gerät kaufen möchte, gezwungen werde, für Sachen noch Geld auszugeben, die ich gar nicht haben möchte. Da stimmt doch was nicht. Oder? Also es gibt nur wenige Notebook-Hersteller, die ihre Geräte auch, naja, vielleicht nicht alle ihre Geräte, aber einige Geräte mit Linux ausliefern. HP zum Beispiel, also gibt es ein Notebook für ungefähr 250 €. Klingt jetzt verdammt wenig, aber technisch gesehen ist das absolute Mittelklasse. Und entspricht so etwa der Ausstattung von Geräten, die mit Windows so um die 400 bis 500 € kosten. Und das ist schon ein erheblicher Unterschied, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt. Also das könnte sogar für Leute interessant sein, die Linux gar nicht nutzen wollen, sondern zu Hause noch eine Windows-Version haben und gar kein neues Windows brauchen, sondern nur halt die Hardware. Da könnte man sich tatsächlich überlegen, das Ding mit Linux zu kaufen und eben Platz zu machen und dann Windows drauf zu packen. Ich habe es mit GreyRapid jetzt genau umgekehrt gemacht. Ich habe das Windows da drauf runtergeschmissen, was soll man damit auch? Und habe dann mein Kubuntu in der Version 10.10 draufgepackt.
Ja, also mit dem Zwangskauf von Windows ist schon eine seltsame Sache. Also es liegt im Endeffekt daran, dass die Gerätehersteller gewissen Knebelverträgen unterworfen sind. Und ja, um das mal in eine Analogie zu bewegen auf DVD-Player-Hersteller, stellen wir uns mal vor, RTL möchte oder bringt seine Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten als Mega-DVD-Box heraus mit sämtlichen bisher gedrehten Folgen und geht nun zu zu fast allen DVD-Player-Herstellern und bietet denen eine Mitarbeit sozusagen an, einen Vertrag, dass sie ihre Geräte zusammen mit dieser Mega-DVD-Box verkaufen können und dafür gibt es die DVD-Box eben auch ein bisschen billiger, als wenn man sie einzeln kaufen würde. So, das finden die Hersteller ganz nett, gehen drauf ein und dann stellt sich auch raus, dass RTL wohl die teureren Anwälte hatte, denn das Ganze ist wohl ein Knebelvertrag. Das heißt, die DVD-Player-Hersteller dürfen im Grunde gar keine Geräte verkaufen ohne diese Box. Zumindest für einen gewissen festgeschriebenen Zeitpunkt, für den sie sich verpflichtet haben, diese Zusammenarbeit einzugehen. Und nun bin ich als Käufer eines DVD-Players dann gezwungen, diese Box mit einer Serie mitzukaufen, die ich überhaupt nicht haben will, nicht sehen will und von der ich nichts wissen will. Und wenn man dann fragt, warum ist das so, dann kommt dann halt, ja, das ist eben so. Und das ist wirklich, nee, Leute, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ja, ich denke also, da sollte man wirklich mal beim Verbraucherschutz nachhaken, was da eigentlich Sache ist. Und auch wenn die Masse der PC-Käufer vielleicht froh sind, dass sie nicht über ein System nachdenken müssen, finde ich es trotzdem nicht in Ordnung. Ja, man sollte also zumindest die Wahl haben. Aber gut, ich möchte nicht abweichen. Es geht ja hier eigentlich um Grey Rapids. Und ja, wie das Ding jetzt von der Oberfläche her aussieht, wie ich mir das eingerichtet habe, werde ich euch jetzt mal zeigen. Zoomen wir hier mal gleich. Ach, raus, raus, raus. Also, das dürfte euch relativ bekannt vorkommen. Im Grunde habe ich mich da sehr an die Vorgaben, fand es ja nicht, also an die Einstellung bei Big Screen gerichtet, dran gehalten. Weil ich das Design eigentlich so ganz nett finde und da gar nicht abweichen wollte. Aber im Fensterlayout habe ich ein bisschen anderes Design gewählt. Also wenn ich jetzt hier Screencasts mit Grey Rapids mache, was wohl demnächst öfter der Fall sein wird, dann erkennt ihr das also spätestens hier an diesen halbrunden Buttons bei den Fenstern. Die sind bei Big Screen eckig und dann sieht das ein bisschen anders aus. Das ist die Transparenz auch nicht ganz so stark hier oben. Ansonsten ist es, wie gesagt, sehr ähnlich, auch in diesem dunklen Design, wenn mir das doch angenehmer für die Augen erscheint als dieses grelle Hellgrau, wie das beim Standard-KDE der Fall ist. Ja, ansonsten ist eben ein ganz normales Kubuntu, wie gesagt, die Version 10.10. An Software habe ich jetzt hier nichts Besonderes drauf, also ein paar Grafikgeschichten, GIMP ist drauf. Ja, ich habe auch noch eine Uralt-Version von Photoshop drauf, die unter Wine ganz gut läuft. Und ja, wie gesagt, meine ganzen Videoproduktionen sind hier drauf. Macht sich dann doch ein bisschen besser als ein Big Screen, der ja als Festplattenrekorder fürs TV-Programm läuft. Und da war es manchmal ein bisschen schwierig, eine Aufnahme zu machen, wenn da gerade Aufnahmen von irgendwelchen Sendungen gemacht wurden. Und so gibt es jetzt erstmal keine Konflikte. Und dann habe ich für die Arbeit hier noch ein paar virtuelle Umgebungen. Also, hier mal rein. Ein paar Windows-Versionen sind hier drauf. Als Testumgebung. Ja, kann ja mal hier kurz zeigen, das ist wirklich echt. Hoffe mal, dass das jetzt mit meiner Aufnahme nicht schief geht, weil die hier sehr viel Speicher brauchen, diese Maschinen.
Ja, das ist jetzt hier ein ganz normales XP. Und etliche Browserversionen drauf zum Testen. Und das gleiche habe ich jetzt eben, wie gesagt, auch noch mit Windows 7, damit ich auch den IE9 ausprobieren kann, der unter XP leider nicht mehr läuft. Und das Windows 2000, ja, das könnte eigentlich weg. Das ist hier noch aus historischen Gründen drauf. Das hatte ich ganz am Anfang erstmal drauf gespielt. Und das werde ich wahrscheinlich demnächst mal runterhauen. Eventuell folgt hier noch ein Mac OS 10. Aber da müssen wir noch gucken. Gut, also das war jetzt erstmal soweit der Stand von Grey Rapids. Ups, ja, so geht das, wenn man rumspielt. Und ja, das wird also demnächst bei GitX um diese Geschichten gehen. Vor allen Dingen das Thema Synchronisation. Ich habe das jetzt so eingerichtet, dass Grey Rapids und Big Screen sich gegenseitig synchron halten. Jetzt nicht komplett, aber gewisse Ordner in meiner Ordnerstruktur, wie zum Beispiel Bilder, Dokumente, Downloads auch, Fotos, Videos zum Teil. Ja, also meine Screencasts auf jeden Fall. Und solche Geschichten, also das wird synchronisiert. Was ich da auf Big Screen ändere, habe ich im Grunde, ja, ohne dass ich viel machen muss oder eigentlich gar nichts machen muss, nach einer Weile auch auf Grey Rapids und umgekehrt. So habe ich also auch immer in gewissem Maße eine doppelte Sicherheit, obwohl man da natürlich auch aufpassen muss. Aus Versehen löschen heißt dann natürlich auch aus Versehen doppelt gelöscht im Ernstfall. Denn was ich hier lösche, wird nach einer Weile auch auf Big Screen gelöscht. Das ist eben der Charakter einer Synchronisation. Also eine Restverantwortung in Sachen Datensicherheit hat man immer. Ja, und ja, also zusätzlich zu dem Thema Synchronisation gäbe es dann auch noch das Thema Sharing-Ordner FTP. Da werde ich sicherlich auch noch was machen. Das sind noch ein paar spannende Themen. Also ich hoffe, dass mir die großen Themen nicht ausgehen werden. So kleine Sachen für die Spots werde ich sicher immer wieder mal finden. Und ja, gucken wir mal, was die Zukunft so bringt. Ja, also wenn ich jetzt nichts vergessen habe, dann sollte es soweit gewesen sein für dieses Mal. Ja, wie gesagt, etwas entspannter als sonst. Und dann sehen wir uns oder hören uns beim nächsten Spot oder beim nächsten GetX. Und bis dahin, macht's gut.